Hallo Leute, ich bin's da wieder, der Chris, und heute gibt es ein neues Gameplay, kommt schon von mir, und ich habe für euch heute ein COD5 Gameplay. Ja, und ich spiele mit der MP100, eine ziemlich geile Maschinenpistole in dem Spiel, die ich wirklich nur empfehlen kann, weil die ist so präzise, wenn man mit der aus der Hüfte schießt, das ist wirklich ziemlich geil. Also ihr seht es auch gleich, hier kommt gleich ein Gegner angelatscht, na, da ist er, und der ist geschätzte 20 Meter weit entfernt, hab ihn locker getroffen, war schon ziemlich geil, und den Kandidaten, ja. Der hat mich leider getötet. War nicht gerade sehr freundlich, aber das Doofe bei dieser Waffe ist nun mal, dass das Ironsight nicht gerade so schön ist. Also ich finde das nicht so toll. Das ist nämlich so ein bisschen leicht zur Seite geneigt und damit komme ich nicht so klar. Also ich mag das nicht. Finde ich nicht so toll. Natürlich, Geschmäcker sind verschieden. Manche werden damit bestimmt klarkommen, aber ich komme damit nicht klar. Aber nun gut, worüber ich jetzt kurz reden möchte, ist das Intro, denn manche fragen ab und zu, wo das Intro ist, ob wir das vergessen haben und, und. Ja, wir verwenden keine Intros mehr, das hat zwei Gründe. Zum einen liegt es natürlich an der Musik. Ja, ich habe ein Lied von Eminem genommen und die ist natürlich Copyright geschützt und solange man keine Einverständnis vom Plattenlabel hat, kann man diese Musik nicht verwenden. So, und bevor ich mich darum kümmere, kommen wir zu Grund Nummer 2. Und zwar, ja, finde ich das ein bisschen dumm mit dem Intro. Also, es sah so aus, am Anfang hatten wir kein Intro. Und dann meinten wir, Mensch, ja, wieso machen wir kein Intro? Das hat ja jeder, ne? Und so langsam ist mir so langsam aufgefallen, okay, doppelt gemoppelt, egal, dass Intros eigentlich ziemlich unnötig sind. Denn wenn ihr auf unserem Kanal seid und euch ein Video angucken wollt, beziehungsweise in der Subbox seht, ah, die haben was hochgeladen, das gucke ich mir an, dann wisst ihr sicherlich, dass wir das sind. Und ja, deswegen gehe ich mal davon aus, dass ihr euch nicht überraschen lässt und mal mit zugebundenen Augen durch die Subbox durchklickt. Das bezweifle ich doch sehr stark. Nee, also deswegen benutzen wir keine Intros, ist eigentlich ein bisschen unnötig. Und da erspare ich euch lieber die 13 Sekunden meines Intros und dann fängt das Video sofort an. Das ist doch viel besser, finde ich persönlich zumindest. Und ja, deswegen meine Meinung und deswegen benutzen wir halt keine Intros mehr. Okay, das dazu. Jetzt kommen wir zu dem kleinen, feinen Spielen. Ne? Okay, ein sehr sinnloser Satz, egal. Und zwar Modern Warfare 3 und Battlefield 3. Ja, ich bin gespannt, wie diese Fanboys sich wieder bekriegen werden. Das wird ja wieder ein epischer Kampf. Also, ich finde das immer ziemlich belustigend, weil das sind immer so Kinderdiskussionen, die wirklich manchmal ein bisschen amüsant sind. Zum einen gibt es da so eine Diskussion wie Xbox gegen PS3 oder Konsole gegen PC oder sonst was. Und in diesem Fall halt Battlefield. Okay, der gammelt sich da in einer Ecke ab. Keine Ahnung, was der da macht. Also ganz ehrlich. Diese Spielweise ist ja wirklich sehr uneffektiv, aber naja, wer daran gefallen hat, soll das ja tun. Mir ist es egal. Hauptsache, man hat Spaß am Spiel, ne? Das vergessen manche auch, aber egal. Na, wo war ich jetzt? Battlefield 3 und MW3, genau. Da gibt es ja immer so eine Fanboys, die sich immer bekriegen, die sagen, ihr COD-Spieler seid ja so scheiße. Und dann gibt es immer diese COD-Spieler, die sagen, ihr Battlefield-Spieler wisst doch gar nicht, was Action ist und so. Und ja, das ist natürlich etwas nervig auf Dauer, wenn die ganze Zeit in den Kommentaren rumgeflamed wird. Aber egal, ja, das ist wirklich ein bisschen nervig. Also da gibt es immer so eine krassen Diskussionen, die dann eskalieren. Und ja, das ist dann wirklich nervig. Aber naja, ich bin gespannt, wie sich das so in Zukunft jetzt äußern wird, weil Battlefield 3 ist in meinen Augen doch eine ziemlich gute Konkurrenz gegen MW3, weil ja, da gibt es schon ein paar Veränderungen, die mich doch dazu verleitet haben, das Spiel auf jeden Fall zu kaufen. Und dementsprechend wird es natürlich auch Gameplays von diesem Spiel geben. Darauf könnt ihr euch verlassen. Also, ich denke mal, das wird schon kommen. Und MW3, ja, es muss natürlich für mich zumindest, manche von euch, oder vielmehr, naja, ich finde es ein bisschen komisch, weil das ist ein Call of Duty-Kanal. Von daher, was machen hier denn Battlefield-Fanboys, die meinen, COD ist scheiße? Das ist doch, hä?
Ich meine, was ist das? Ich meine, das habe ich mich schon ab und zu mal gefragt, weil ich meine, wenn man sich das mal sachlich anguckt, also wenn man sich das mal ganz genau anguckt und sehr neutral bleibt, dann ist es doch ein bisschen komisch, dass diese Battlefield-Fanboys, die meinen, Mensch, Battlefield ist das Beste, dass die dann plötzlich auf den COD-Kanal gehen und sagen, ey, das ist ja COD. Ey, weißt du was? Das ist voll scheiße. Du bist voll kacke. Hä? Wo liegt da der Sinn? Egal. Ja. Und jetzt bin ich aus dem Konzept. Verdammt. Ja, egal. Jedenfalls bin ich gespannt, wie MW3 wird. Das, ja, wird bestimmt sehr interessant. Manche meinen sicherlich, ja, MW3 ist wohl dasselbe wie MW2. Ja, und wiederum andere meinen, MW3 wird das Beste. Und. Ich bin der Meinung, dass MW3 am Anfang wieder Spaß machen wird, so wie bei anderen COD-Teilen es der Fall war. Und dann kommen natürlich diese schönen Dinge. Diese blöden Kombinationen, die dann bekannt werden durch YouTube unter anderem, und dann regt man sich nur noch über solche Leute auf. Ach ja, das wird ein Spaß. Ja, so wird das, glaube ich, ablaufen. Und Battlefield 3, ich bin gespannt, ich bin da sehr optimistisch. Also, wie gesagt, davon werdet ihr ein paar Gameplays sehen, auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, ob sich diese ganze Kommentatoren-Szene so entwickelt, dass dann plötzlich kein COD mehr vorwiegend gezeigt wird, sondern vielleicht vorwiegend Battlefield 3. Das könnte auch eintreten. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Noch kann man da ja sehr schön spekulieren, aber naja, das werden wir alles sehen. Okay, ja, was mir noch aufgefallen ist, okay, das Thema schaffe ich jetzt leider nicht in der kurzen Zeit, egal, ist Folgendes, dass viele die alten COD-Teile gar nicht richtig kennen. Also es gibt ja ein paar Leute, die ab und zu mal COD4-Gameplays zeigen, die WoW-Gameplays zeigen. Und diese Spiele sind in meinen Augen, also zumindest so wie ich das mitbekomme, nicht so bekannt wie jetzt zum Beispiel MW2 oder Black Ops. Weil viele sind nun mal in MW2 oder vielmehr mit MW2 bzw. mit Black Ops in die ganze COD-Szene eingestiegen und kennen dementsprechend auch WoW oder COD4 gar nicht wirklich und haben es auch noch nie gespielt. Natürlich kennen diese Leute wahrscheinlich die Namen und sagen, COD4, natürlich ist doch bestimmt dieser COD-Klassiker da, wo jeder rumschwärmt. Ich spiele es aber trotzdem nicht. Ne? Ja, so kann ich mir das ungefähr vorstellen oder vielmehr so stelle ich mir das vor. Und ja, ich finde das doch ein bisschen, wie soll ich sagen, naja, schade jetzt nicht, aber ein bisschen komisch. Nee, also ich finde das wirklich, das sind zwei wirklich gute Spiele, die man wirklich spielen kann, die man immer noch spielen kann. Ich meine, die sind ziemlich ausbalanciert im Gegensatz zu MW2 und Black Ops, wo das eher, naja. Und ja, ich kann die Spiele nur empfehlen. Ansonsten war es das erstmal von mir. Mein Score beträgt 30,5. Nein, nicht 30,4. Und ansonsten, ja, das ist mein Hauptaccount. Genau, das sollte ich sagen. Meister der Nacht. Huhu, was für ein schwuler Name. Ja, das ist mein Hauptaccount. Bitte nicht adden, weil ich da eh nicht ankomme. Das würde sonst keinen Sinn ergeben, logischerweise. Und ansonsten war es das von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis denne. Falls ihr noch mehr sehen wollt, links seht ihr ein Live-Commentary von mir auf Underpass und rechts seht ihr ein Gameplay mit einer etwas anderen Klasse, die ich denke mal nicht so bekannt ist. Und ansonsten würde ich mal sagen, bis denne.